Hallo, hier ist Muho und heute haben wir schon die 800. Folge dieser Sennhäppchen. Also erstmal danke an alle, die von Anfang an dabei sind. Ich schätze mal, das ist nur eine kleine Minderheit meiner Zuschauer. Und danke natürlich auch an alle, die erst seit kurzem dabei sind. Ne? Es sieht so aus, als würde das Ganze noch mindestens bis zur 1000. Folge so weitergehen. Ne? Zumindest wenn ich in demselben Tempo mit den 120 Fragen weitermache. Wie dem auch sei, ne? Zurzeit mache ich ja 5 von diesen Sennhäppchen pro Woche. Ich habe geplant, morgen, Dienstag, wieder so eine kleine Miniserie, eine Folge von Videos zu machen. Da werde ich mich treffen. Auf Vorschlag eines Zuschauers, der Vorschlag ist schon ein Jahr alt, ne? Da schrieb mir jemand, kennst du nicht den Gyoe Seile? Der Gyoe Seile ist ein Deutscher, der aber auch lange in Amerika aufgewachsen ist, der da studiert hat. Ich glaube, es war an der Harvard-Uni oder so, das erzählt er uns alles morgen. Und dann nach Japan gekommen ist. Und ich glaube, der sagte sich, Zen, ne? Das machen sowieso alle. Das haben so viele studiert. Ne? Und so viele haben schon darüber Bücher geschrieben. Ich mache was ganz anderes. Und der hat sich einer Schule des sogenannten Nara-Buddhismus gewidmet. Ne? Nara-Buddhismus ist älter als Zen hier in Japan. Ne? Das ist der allererste Buddhismus, der schon im 6. Jahrhundert oder so eingeführt wurde. Und eine dieser Schulen, das ist Hosso-Schule, da geht es um, ja, Yuishiki heißt das auf Japanisch, reines Bewusstsein. Ne? Das wird er uns vielleicht alles morgen erklären, beziehungsweise er wird es sicher nicht in einem 12-Minuten-Video erklären können. Das heißt, es geht, das ist zumindest mein Plan, dann ab morgen jede Woche weiter. Ne? Der Gyoe und ich, wir unterhalten uns über Gyoes Weg und was er gelernt hat, wie er den japanischen Buddhismus versteht, und ich werde ihm dann auch immer wieder Fragen dazu stellen. Ne? Also seid schon mal gespannt, schaltet morgen wieder ein, aber seid dann nicht überrascht, wenn dann nicht der Muho hier sitzt vor seiner weißen Wand, sondern vermutlich treffe ich ihn morgen bei ihm in Nara. Ne? Aber heute geht's weiter. Ne? Gestern ging es ja um diese Frage. Gongo Dodan Nali Ya Inaya. Ich habe es hier nochmal mit fetteren Buchstaben aufgeschrieben. Ich hatte das übersetzt als drückst du aus, was man mit Worten nicht ausdrücken kann. Etwas frei übersetzt, ne? Wörtlicher wären das die Worte oder die Sprache. Und dieses Zeichen hier ist zwar der Weg, aber in diesem Kontext, glaube ich, ist es das Sprechen. Dieses Schriftzeichen bedeutet auch Sprechen und das bedeutet Abschneiden. Ne? Ist das Sprechen der Worte ans Ende gelangt, sozusagen, ne? Oder nicht? Und die heutige Frage ist die folgende. Auf Japanisch lese ich das erstmal. In Japanisch würde man das Shingyosho, Messuru ya Inaya lesen. Und eine wörtliche Übersetzung davon ist, ne? Shin ist der Geist, das Bewusstsein, aber auch das Herz. Manche sagen Herzgeist dazu. Ne? Und zum Beispiel im Advaita Vedanta, da wird zwischen Geist und Bewusstsein getrennt. Ne? Bewusstsein ist reines Bewusstsein, aber der Geist, das ist der unterscheidende, anhaftende Geist. Im Zen trennt man das nicht so. Ne? Also als ich im Sommer, letzten Sommer, bei einem oder in einer Advaita Vedanta Sangha zu Besuch war, da habe ich auch über die 10 Ochsenbilder gesprochen und darüber, dass es im Zen eben auch wichtig ist, wieder runterzukommen von dem Berg auf den Markt. Ne? Ich war überrascht, die kannten alle diese Geschichte von den 10 Ochsenbildern, aber die sagten mir, aber der Ochse, der steht doch für den Geist. Und der Hirte steht doch für das Bewusstsein. Das war mir neu. Das kannte ich so aus dem Zen nicht und so versteht man es, glaube ich, im Zen nicht. Ne? Aber es ist auch eine interessante Lesweise. Macht sogar auf den ersten Blick mehr Sinn. Denn der Hirte zähmt ja den Ochsen. Und wenn der Ochsen, so wie im Zen, für das wahre Selbst steht, warum muss das wahre Selbst gezähmt werden? Es sollte doch dann
der Hirte sein, ne? Der sich vom Ochsen zähmen lässt. Warum zähmt der Hirte sein wahres Selbst? Und warum löst sich dann das wahre Selbst am Ende auf? Wenn es ja das wahre Selbst ist, ne? Die Advaita Vedanta Lesart macht sehr viel mehr Sinn, ne? Wenn man sagt, der Ochse, das ist unser unterscheidender Verstand, aber der muss sozusagen vom reinen Bewusstsein sozusagen nicht gezähmt werden, ne? Aber er begegnet dem reinen Bewusstsein und dann löst er sich auf. Und da ist nur noch reines Bewusstsein, ne? Interessante Lesart, aber so liest man es im Zen eben nicht, ne? Sondern man kommt zurück in die duale Welt und da ist kein Ochse mehr, ne? Das wahre Selbst, das hat sich aufgelöst. Wie dem auch sei, ne? Also zurück zur Frage heute. Shin ist Geist, Herz, aber auch Bewusstsein. Gyo bedeutet Handeln. Es kann auch Gehen bedeuten, aktiv sein. Ne? Sho, das hier ist das altmodische chinesische Zeichen für den Ort, der Ort des Handelns. Der Ort, an dem der Geist wirkt, sozusagen. Und etwas freier könnte man sagen, die Spielwiese des Herzgeistes. Oder das, was ich immer metaphorisch die Karte nenne, ne? Die Karte, auf der sich der Geist austobt und auf der sich der Geist verortet, da wo der Geist spielt, ne? Und Metze bedeutet verschwinden, sich auflösen. Also frei übertragen, hat sich die Karte, auf der dein Geist spielt, aufgelöst oder nicht? Und eine Zuschauerin war es, glaube ich, die darauf hingewiesen hast, dieses Zeichen, das da immer am Ende steht, ist ja auch sehr wichtig, ne? Sag nicht einfach ja, ne? Ist die Antwort nicht in Wirklichkeit nein? Ja oder nein? Beziehungsweise oft ja. Ja und nein. Ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort, ne? Denn wenn jemand sagt, ja klar, bin ich runter von der Karte. Ich bin schon seit 2-3 Jahren runter von der Karte. Ich spiele nicht mehr mit in dem Spiel, das die anderen spielen. Dann bewegt man sich ja wieder auf einer neuen Karte, ne? Ich bin erleuchtet, ne? Davon gibt es eine ganze Menge Typen, ne? Die glauben, dass im Ernst, dass sie erleuchtet sind, dass sie die duale Welt hinter sich gelassen haben. Ich habe kein Ego mehr, ne? Und schon haben sie sich eine neue Karte da zurechtgemacht. Die Übersetzung, die ihr auf der Website vom Antaiji findet, ist mal wieder etwas freier, ne? Ich habe das übersetzt, Frage 16. Hat dein rastloses Herz, also was man hier auch als Geist übersetzen kann, hat dein rastloses Herz endlich Frieden gefunden oder nicht? Also wenn man runtergekommen ist von der Karte, wenn man nicht mehr gefangen ist im Spiel, dann hat das Herz Frieden gefunden, ne? Es ist keine falsche Übersetzung. Aber es ist, naja, eine einigermaßen freie Übersetzung. Und ich habe jetzt mal im Internet danach gesucht. Und diese vier Zeichen, also im Buddhismus, es gibt viele stehende Redewendungen, die dann in der Regel aus irgendeinem Grund immer vier Schriftzeichen haben. Es gibt auch einige wenige mit drei, ne? Also zum Beispiel der Ausdruck Hishilyo, das Undenken. Drei Schriftzeichen oder Kissako, trink eine Tasse Tee. Das sind drei Schriftzeichen. Und dann gibt es Nichi Nichi Kole Koshitsu, fünf Schriftzeichen. Jeder Tag ist ein guter Tag. Heijo Shinsedo, der alltägliche Geist ist der Weg. Das sind fünf Schriftzeichen, aber das sind Ausnahmen, ne? Oft sind es vier Schriftzeichen wie diese, die eine stehende Redewendung bilden und die dann auch oft zum Beispiel von Dogen und anderen immer wieder zitiert werden, ne? Und gestern, dieses Gongo Dodan, ist auch so eine stehende Redewendung, die, wie ich erklärt habe, auch Eingang gefunden hat ins moderne Japanisch, ne? Das ist überhaupt nicht der Rede wert, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Gongo Dodan. Und die zwei zusammen, Gongo Dodan, Shogyo, Metsu, findet man zum Beispiel schon in sehr, sehr alten buddhistischen Schriften, wie zum Beispiel dem, auf Japanisch heißt es Daichidolon vom Nagarjuna. Das ist ein Traktat über ja, die Weisheitssutren, ne?
Ich kenne mich damit nicht aus, ne, aber wirklich eingefleischte Buddhologen, ne, die sich mit indischem Buddhismus und der Lehre von Nagarjuna und seinen Genossen beschäftigen, also die Lehre des Nichts, der Leerheit, die kennen sich damit aus. Ne? Daichidolon ist ein wichtiges Werk. Ne? Da kommt es drin vor und Makashikan heißt das auf Japanisch. Das ist ein ebenfalls wichtiges Werk in der Tendai-Schule, ein Meditationshandbuch, könnte man sagen. Ne? Also Shikan im Tendai, das ist so viel wie Shamatha und Vipassana. Den Geist an einem Ort konzentrieren ist Shi. Den Affen sozusagen zur Ruhe bringen. Und Kan ist das Sehen, Vipassana, ne? Und Makashikan ist ein sehr, sehr ausführliches Werk, in dem erklärt wird, wie in der Tendai-Schule das praktiziert wird, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann klares Sehen der Realität zu erwecken. Und da kommt dieser Ausdruck auch vor, ne? Gongo Dodan Shogyo Shometsu. Bist du jenseits der Worte angelangt, runtergekommen von der Spielwiese des Geistes, runtergekommen von der Karte? Und heute ist die Frage, ja, bist du das, ne? Oder nicht? In den alten Werken wird behauptet, ja, die Realität, ne? Die findest du nur jenseits der Worte. Die findest du nicht auf der Karte. Die siehst du erst, wenn du runterkommst von der Karte, die Karte weglegst und die Augen öffnest für die Landschaft des Lebens in diesem Moment, ne? Hast du die Karte weggelegt? Hast du die Augen geöffnet? Und, ne? Im Zen würde man dann auch noch sagen,